Hallo und herzlich willkommen bei Huawei Blog. Ich bin die Vivi, ich bin neu hier und habe heute die FreeBuds Lite für euch. Die habe ich auch schon vor mir liegen. Gleich geht's ans Auspacken. Aber vorher noch eine kleine Ankündigung. Wir haben am Ende des Videos ein klitzekleines Gewinnspiel versteckt. Also dranbleiben lohnt sich heute. Wir legen jetzt los mit dem Auspacken. Ich hoffe, es gefällt euch. Los geht's. So, wie ihr sehen könnt, habe ich das schon mal alles für euch vorbereitet. Wir haben einmal natürlich die Verpackung. Auf dieser Verpackung steht drauf Huawei FreeBuds Lite. Ich habe sie, wie schon erwähnt, in Carbon-Schwarz, gibt es auch in Keramik-Weiß. Der aktuelle Preis liegt übrigens zumindest bei Amazon bei um die 75 Euro, wer sich die gönnen möchte nach diesem Video. Auf der Verpackung haben wir einmal die IPX4-Zertifizierung, die lange Spielzeit, Clear Voice und Tap Control erwähnt. Was das ist, erkläre ich euch später. Jetzt kommen wir erstmal zum Lieferumfang. Das Ganze versteckt sich eigentlich nur in dieser Box hier. Hier drauf steht auch schon, wie man die am besten mit dem Telefon verbinden kann. Ich persönlich habe es jetzt mit dem P30 Pro benutzt. Das hat alles sehr gut geklappt, muss ich sagen. Also die Bluetooth-Verbindung war schnell hergestellt. Was auch ein super cooles Feature ist, sobald ihr diese Box öffnet und die Kopfhörer rausnehmt, verbindet sich das automatisch mit eurem Telefon. Also dann könnt ihr direkt loslegen. Man muss nichts unnötig weiter einstellen. Funktioniert direkt. Was mich ein bisschen in diesem Lieferpaket aufregt, ist dieser Papierkram, was man sich heutzutage ja alles auch super online runterladen kann. Da kann Huawei definitiv noch was verbessern, denn das ist wirklich absolut unnötig. Weiter geht's. Wir haben ein Micro-USB-Ladekabel. Leider Gottes unterstützen die FreeBuds Lite nämlich kein Induktionsladen. Finde ich allerdings überhaupt nicht schlimm. Das klappt mit dem Kabel super gut. Nach ungefähr einer Stunde ist die Box an sich fertig aufgeladen. Dann habt ihr auf der Box bis zu 12 Stunden Strom quasi für die Kopfhörer. Die Kopfhörer an sich haben nur 3 Stunden Spielzeit. Das reicht aber auch völlig aus. Danach packt ihr sie einfach in die Box und die laden sich wieder auf. Das ist nach ungefähr einer halben Stunde dann auch erledigt. Funktioniert also super schnell. Für die, die vielleicht nicht ganz so viel Zeit haben, um die Box aufzuladen, ist vielleicht noch erwähnenswert, dass ihr nach 15 Minuten am Strom auch schon 90 Minuten Spielzeit habt. Also da kann man nicht meckern, finde ich. Da gibt es weitaus schlechtere Alternativen in diesem Preissegment. Was ihr vielleicht auch schon gesehen habt, ist diese Kontrollleuchte hier. Die zeigt euch. Ja, die zeigt euch nämlich an, wenn die Box fast leer ist. So wie jetzt leuchtet sie dann rot. Wenn sie noch voll ist, leuchtet sie grün. Wenn ihr die Kopfhörer rausnehmt, dann leuchtet es einmal kurz blau. Das zeigt dann auch an, dass die Bluetooth-Verbindung hergestellt wurde. Finde ich auch sehr praktisch. Zusätzlich dazu habt ihr noch einmal eine akustische Bestätigung, wenn ihr die Kopfhörer ins Ohr setzt. Dann kommt so ein kleines Dülüt. Und zwar, wie man hier oben sehen kann, dieses glänzende Teil, das ist ein Infrarotsensor. Und sobald sich der Kopfhörer in eurem Ohr befindet, erkennt er das. Und dann könnt ihr auch direkt schon loslegen mit Musik, telefonieren etc. etc. Hier hat man das blaue Licht gerade nochmal gut gesehen. Ich probiere das nochmal. Ich nehme raus, lege rein und dann zeigt er auch schon an, okay, jetzt ist er wieder drin, jetzt wird geladen. So, dann haben wir noch diese tollen Gumminupsis hier, von denen wahrscheinlich keiner weiß, wie sie wirklich heißen. Und was wir hierbei haben, fand ich sehr interessant, sind diese kleinen Gummischläuche. Kann ich auch direkt nochmal zeigen, wofür die gut sind. Da musste ich nämlich selbst mich erstmal schlau machen. Diese Gummischläuche hier, die übrigens aus dem gleichen Material sind wie diese Nupsis, zieht man beim Kopfhörer
hier oben in diesem Bereich drauf, damit man noch mehr Halt hat beim Sport, beim Laufen etc. Wobei ich sagen muss, die halten auch so sehr gut im Ohr. Das ist ein ganz tolles Material hier. Ich habe auch sogar noch die Originalgröße drauf, die bei Auslieferung drauf war, hat bei mir direkt super gepasst. Was wir hier noch Schönes haben, ist ein Spezialaufsatz für Sport. Wie man an diesen kleinen Lüftungsschlitzen erkennt, ich nenne sie jetzt einfach mal so, die sollen dafür sorgen, dass man halt im Ohr nicht so, ich nenne es mal schwitzig wird, dass da mehr Durchlüftung rankommt und so weiter und so fort. Sehr cool, sehr durchdacht, gefällt mir richtig gut. Kommen wir nun zur IPX4-Zertifizierung, wenn wir schon beim Sport sind. Die Freebuds Light sind hauptsächlich für Sport gedacht, also für körperliche Aktivitäten. So, mit dieser IPX4-Zertifizierung könnt ihr zum Beispiel, wenn es regnet, draußen rumlaufen oder unterm Wasserspringer durchlaufen. Und sie sind natürlich auch gegen Schweiß resistent, finde ich auch sehr praktisch. Also das ist wirklich das sportlichere Gesamtpaket. Wir haben dann noch die lange Spielzeit. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Wir haben in der Box bis zu 12 Stunden Strom. Da kann man ordentlich was mitmachen. Und ich denke mal, keiner hört 12 Stunden am Stück Musik. Also es ist völlig ausreichend. Wir haben außerdem noch das Clear Voice Feature, das finde ich sehr interessant. Wir haben in den Kopfhörern nämlich pro Kopfhörer zwei Mikros verbaut. Die sieht man natürlich jetzt hier leider nicht. Diese zwei Mikros sind zur Rauschreduzierung. Wenn ihr zum Beispiel draußen durch den Straßenverkehr lauft, und dabei telefoniert oder Musik hört, dann filtern diese Mikros die Geräusche raus. Das gleiche funktioniert auch, und jetzt kommen wir zu dem Clear Voice Part, wenn ihr telefoniert. Das bedeutet, euer Gesprächspartner hört nicht so viel von dem Lärm, wie man es sonst bei anderen Kopfhörern vielleicht kennt. Finde ich auch sehr cool gelöst, funktioniert auch sehr gut, auch auf mittlerer Lautstärke. Im Vergleich zu den Standard-Kopfhörern, die ich beim P30 Pro dabei hatte, ist es definitiv sehr gute Leistung. Und wir haben das Tap-Control. Das kann ich jetzt leider nicht demonstrieren, denn ich nehme dieses Video mit dem P30 Pro auf. Und zwar haben wir die Features bei jedem Kopfhörer anders. Beim linken Kopfhörer, wie man hier sehen kann, macht man dann zweimal so, um zum Beispiel den Google Assistant zu starten oder um einen Anruf anzunehmen oder zu beenden. Außerdem haben wir beim rechten Kopfhörer das Feature, dass man ebenfalls durch Double Tap, am besten im oberen Bereich, Musik pausieren oder starten kann. Funktioniert auch sehr gut. Ich persönlich nutze den Google Assistant nicht, deswegen habe ich das jetzt nicht ausprobiert, aber ist auch super. Wie man hier auch sehen kann, haben wir hier bei den Kopfhörern so kleine goldene Magnete dran. Diese Magnete haben die Funktion, dass man sie in die Box legt und die Kopfhörer sind dann wirklich bombenfest dadurch gehalten. Ich kann das einmal demonstrieren. So, was auch sehr cool ist, man nimmt den linken Kopfhörer hier eigentlich mit der linken Hand raus und kann man direkt so, bam, ohne das irgendwie großartig zu drehen, das gleiche mit der rechten Hand. Echt super. Jedenfalls, die Magnete. Also ich bin wirklich erstaunt, ich habe sowas noch nie vorher gesehen. Da kann man schütteln, wie man möchte. Also ihr seht es und es fällt nichts raus. Das hält super gut. Finde ich echt top, weil ich vergesse halt auch gern mal irgendwie was zuzumachen und dann fällt es alles raus, klimbim und dann fehlt wahrscheinlich auch schon ein Kopfhörer. Also das, ja, das ist mein persönliches Glück. Was man vielleicht jetzt schon ein paar Mal gehört hat, ist dieses laute Klack. Also wenn man jetzt abends im Bett liegt mit seinem Partner, der vielleicht schon schläft und man hört selber noch irgendwie ein Hörbuch oder sowas und dann dieses Klack, dann sind alle Beteiligten wieder wach. Finde ich jetzt nicht so gut, aber man kann es ja auch vorsichtig schließen. Also dann ist es, hört man es nicht. An sich. Ich schüttel jetzt extra nochmal, damit ihr seht, das ist auch in der Box alles fest, da macht nichts Geräusch, da kann nichts passieren. Tipptopp, gut gelöst, gefällt mir sehr gut.
Wir kommen jetzt auch direkt schon zu meinem Fazit und zu dem versprochenen Gewinnspiel. Also, aufpassen, jetzt wird's spannend. So, kommen wir zum Fazit. Erstmal möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr mich so lange ausgehalten habt. Ich verspreche euch, ich mache es jetzt auch wirklich ganz, ganz kurz und dann kommen wir auch direkt schon zum Gewinnspiel. Mein Fazit zu den Kopfhörern ist folgendes. Für den Preis, für diese 75 Euro, die die mittlerweile noch kosten, bekommt ihr wirklich ein sehr solides Mittelklasse-Gerät geliefert. Der Sound, ich habe einige negative Kommentare dazu gelesen. Man sollte allerdings auch beachten, dass A, die Aufsätze für die Ohren, diese Gumminupsis, dass die wirklich auch in euer Ohr passen und dass die Kopfhörer auch richtig sitzen. Das sind zwei Faktoren, die sind sehr, sehr entscheidend, wenn es darum geht, wie gut sich was anhört oder nicht. Also nehmt euch die Zeit und probiert es aus, was passt in mein Ohr, was sitzt gut, was drückt nicht. Dann habt ihr auch wirklich einen guten Sound. Die Gesprächsqualität, also ich habe da jetzt nichts Negatives zu gehört. Für mich selbst war die Audioausgabe wirklich ausreichend. Was mich leider wirklich gestört hat, waren diese kleinen Bluetooth-Abbrüche. Ich hoffe, dass Huawei da das mit dem Update noch irgendwie beheben kann. Die Kopfhörer bekommen ja wirklich auch Updates. Ich hatte direkt zwei, als ich sie ausgepackt und verbunden habe. Also top. Ich hoffe, dass da noch was passiert. Von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen hoch für die Kopfhörer. Ich denke, es ist absolut eine Empfehlung wert. Ja, kommen wir zum Gewinnspiel. Wir haben jetzt schon so viel über die Kopfhörer geredet. Und weil wir so begeistert davon sind, verlosen wir an einen Glücklichen von euch auch ein paar von den FreeBuds Lite. Was ihr dafür tun müsst, steht einmal unten in der Infobox. Ab heute, also quasi direkt nach Upload des Videos, habt ihr einen Monat Zeit. Nach diesem Monat suchen wir uns einen Kommentar, irgendeinen Kommentar unter diesem Video aus und derjenige bekommt dann von uns die Kopfhörer zugeschickt. Das bedeutet, dieses Gewinnspiel findet nur hier auf YouTube statt, es findet nicht auf Facebook statt, es findet nicht in der Huawei-App statt, nur hier. Also, ihr wisst, wie es geht. Liken, abonnieren, teilen, kommentieren, ganz wichtig, um teilzunehmen. Macht alles, was euch einfällt. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wenn ihr die Kopfhörer vielleicht selber habt oder einfach nur irgendwas dazu beitragen möchtet, haut die Kommentare voll. Wir freuen uns über jeden, der irgendwie Hilfe braucht oder sich irgendwie äußern möchte dazu. Jeder Kommentar ist willkommen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich drücke euch allen unglaublich fest die Daumen. Ihr bekommt da wirklich ganz tolle Kopfhörer, wenn ihr die dann gewinnt. Und ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Auf Wiedersehen.